Immer muss irgendwer das Rad neu erfinden. Heute geht's mal um Starlock. Aber welches Zubehör brauche ich denn jetzt eigentlich? Ihr habt gefragt, einfach erklärt. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Starlock-Blatt, Starlock Plus und Starlock Max? Der größte Unterschied sind die Schnitttiefen. Wie ihr schon sehen könnt, ein Starlock-Blatt geht bis 50 mm Schnitttiefe, ein Starlock Plus bis 60 mm und Starlock Max bis 80 mm Schnitttiefe. Und noch ein wichtiger Punkt ist der Oszillierwinkel. Wir sprechen hier bei einem Starlock-Gerät von 1,7 bis 2 Grad, die die Maschine nach rechts und links gehen kann. Bei Starlock Max-Geräten kommen wir ungefähr auf 3 Grad. Aber bitte achtet auch darauf, dass Starlock-Sägeblätter nicht abwärtskompatibel sind. Also ihr bekommt keine Starlock Max oder Starlock Plus Sägeblätter auf eine Starlock-Maschine. Andersrum geht das wiederum schon. Ihr könnt Starlock-Sägeblätter auf eine Starlock-Max-Maschine setzen. Stellt euch einfach nur mal vor, die 3 kann alles verarbeiten. 2 kann 2 und 1 verarbeiten und 1 kann nur 1 verarbeiten. Falls ihr auch mal in den Genuss kommen wollt, Starlock-Sägeblätter zu nutzen oder habt was gesehen, was ihr haben wollt, kein Problem. Das normale Starlock ist kompatibel mit dem alten OIS-System. Ihr habt dann nur kein Schnellwechselsystem. Und wenn ihr noch ein paar Fragen habt zu Starlock, haut's in die Kommentare. Ciao!